Oh, lecker Kaffee und Kuchen. Selbstgebackener Kuchen von gestern. Genau. Apfelkuchen von Leni und Toni. Stimmt. Ja, da stehen wir doch ganz schön hier, ne? Sehr schön. Super. Oh, lecker Kaffee und Kuchen. Selbstgebackener Kuchen von gestern. Genau. Apfelkuchen von Leni und Toni. Stimmt. Der ist super lecker. Wir freuen uns. Ja. Jetzt hier in Oster. Burken. In Osterburken. Nicht Gurken, Burken. Ja. Schauen wir mal, wie es hier ist. Ja. Cool, wie viel Grad haben wir denn hier? 15. 16,5. Und das ist unsere Aussicht aus dem Wohnmobil. Das ist schon schön, ne? Ja, super. So, jetzt sind wir im Bürgerpark am alten Friedhof. In der Stadt Osterburken. Ja, das haben die hier ganz nett angelegt. Da oben könnt ihr gar nicht sehen, sind die der Stellplatz. Und hier ist der Bürgerpark. Ja, ist ganz nett. Es geht hier wahnsinnig runter. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie steil das ist. Wahnsinn. Und total tolle Stauden hier. Guckt mal. Osterburken. Guckt mal. Leider haben wir wieder richtig schlechtes Wetter. Ja, wir sind ein bisschen frustriert. Aber naja, wir können es ja nun nicht ändern. Zu Hause sind 22 Grad und volle Sonne. Weiß man nicht. Aber es schlägt ein bisschen aufs Gemüt, ne? So. Ein Tag ist ja aber nicht schlimm. Aber wenn es die ganze Zeit dann so ein Regen- und Nieselwetter ist. Naja, gut. Wir gehen uns jetzt mal Osterburken angucken. Oh, hier geht's aber runter. Ja, es kommt hier auf der Kamera gar nicht richtig raus. Ne? Das ist echt Bremse ja. Hier. Ja, hier im Bürgerpark. Im Bürgerpark von Osterburken. Muss wohl auch ziemlich katholisch sein hier. Gucken wir mal weiter. Leider sind sie hier schwer am Bauen überall. Naja, wir gucken uns das hier mal an. Thank you.
zum 600-jährigen Stadtjubiläum 1956. Neu aufgestellt. Dann haben sie ja schon 650 Jahre. So, hier ist noch ein kleiner Bürgerpark. Osterburken, guckt mal. Ja. Ach, guck mal, die Maiglöckchen. Tatsächlich, die Maiglöckchen. Die sind auch schon ziemlich hinüber, ne? Das ist doch auch so, ist das nicht so eine Hortensie, Kletterhortensie? Nee, ist noch was anderes. Bergig und kurvenreich. Aber Guido hat gesagt, wir brauchen keine Angst damit. Er passt auf. Wir brauchen uns nicht festkrallen an der Tür. Wir können uns freihändig bewegen. Oder? Da brauchst du nur was sagen. Guck nach vorne, Guido. Ja. Ja. Es gibt jetzt endlich was zu frühstücken. Ja, genau. Mittag eher gesagt. Mittagsfrühstück. Aber wir haben einen schönen Platz gefunden, wo wir uns draußen in die Sonne setzen können. Und wir sind schon 70 Kilometer gefahren. Ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt kurz vor Aschaffenburg, in Sulzbach. Genau, Sulzbach. Und unser Stellplatz ist jetzt noch 1 Kilometer weg. Ja, da fahren wir wahrscheinlich noch hin, weil es sonst recht dunkel ist hier. Ja, er hat auch gerade gesagt, dass es hier gleich schattig wird. Ja, ja. Die Sonne geht da unter. Und wir wollen ja, wenn die Sonne da ist, auch mal Sonne haben. Ja, sonst wäre der Platz nicht schlecht. Ja, sonst wäre es ganz schön. Aber die Straße ist natürlich... Ja, ist auch laut, ja. Na okay, wir werden erstmal was essen. Wir melden uns später nochmal. Tschüss. Ja, guck mal, habe ich nicht einen schönen Platz hier?
Nicht schlecht. Ne, Rolf? Zum Frühstücken war es jetzt gut hier. Zum Frühstücken war es super. Ach, eigentlich ist der überhaupt schön, ja. Aber es ist halt sehr schattig, ne? Ja. Also aber im Hochsommer, wenn man Schatten braucht, dann wäre es hier nicht schlecht. Ja, dann ist es nicht schlecht. Na Lotti, und sag mal, wie gefällt es dir denn hier? Hä? Wie gefällt es dir denn hier? Komm, wir gehen mal zum Bach. Komm. Ja, es muss hier irgendwie so der Anfang vom Odenwald sein, ne? Wilsbach. Ich weiß es auch nicht. Komm, wir gehen mal hier kurz gucken. Die Mühle, ja, das ist ja hier der Mühlenbach, ne? Von der Mühle. Hört man jetzt nicht, wir haben keine Mikros auf. Komm Leute, wir gehen da auch noch mal über die Brücke. Also der einzige Nachteil ist halt die Straße hier, aber na gut. Ist aber alles auszuhalten. Da haben wir schon schlimmer gestanden. Aber das ist der Weg hier von der Straße. Wahrscheinlich ist da oben noch ein Parkplatz, dass man hier dann lang kann. Ja, wahrscheinlich. Weil das so, da geht glaube ich der Wanderweg weiter gegenüber. Oh, da steht das Schild, ein Huckel. Mal gucken, ob das gut geht, wenn Findus da drüber fährt. Na, ja, schauen wir mal. Glück gehabt. Da hinten ganz klein steht der Findus.
hier an der Mühle schön gefrühstückt in der Sonne und jetzt fahren wir nach Leidersbach. Leidersbach. Wo wir einen grünen Stellplatz gefunden haben. Folgen Sie der Route für 3 Kilometer. Wir hoffen, dass jetzt am Wochenende noch nicht so viel los ist. Mit der Wetter. Plätzchen wird ja wohl noch.